Snickers und weiter geht's mit einem weiteren Video. Heute die Rache-Trilogie von niemand geringerem als Park Chan-wook, der damit eine der besten Trilogien überhaupt geschaffen hat. Auch wenn die Filme natürlich nur lose miteinander verknüpft sind. Im Speziellen natürlich das Motiv Rache, aber eben auch einzelne Schauspieler, die in anderen Rollen dann in den verschiedenen Filmen auftauchen. Und ja, jetzt sind von Cape Light zwei Mediabooks erschienen, die weltweit erstmalig die 4K-Fassung von Sympathy for Mr. Vengeance und Sympathy for Lady Vengeance enthalten. Und die wollen wir uns mal anschauen, im Speziellen auch im Vergleich zu dem Oldboy-Mediabook, das vor einigen Jahren rauskam. Ich habe das mal aus meiner Ultimate Edition genommen, die findet ihr auch auf meinem Kanal, dazu habe ich auch ein Unboxing gemacht. Ja, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, das ist jetzt hier vom selben Künstler und es ist auch vom Stil her gleich gehalten mit dem Oldboy Mediabook. Das ist insofern erwähnenswert, weil es natürlich schön ist, wenn man eine gewisse Kontinuität hat. Aber eben auch, weil diese beiden Motive hier von Lady Vengeance und Mr. Vengeance Cape Light Shop exklusive Mediabooks sind, die jeweils auf 500 Exemplare limitiert sind, also eine sehr geringe Auflage. Man bekommt sogar eine Limitierungsnummer, die auf der Rückseite der J-Card mit aufgedruckt ist, das zeige ich euch gleich. Und wie ihr sehen könnt, wir haben auch hier diesen Glanzeffekt auf dem Charakter oder eben auch der Schrift. Das hat man auch auf der Seite. Und auf der Rückseite hat man sich dafür entschieden, quasi so ein markantes Element des Films oder die Waffe im Speziellen auszuwählen. Und dabei unterscheidet man sich jetzt schon mal von dem Oldboy Mediabook. Wie ich hier sehe, ist der Oldboy Schriftzug nicht glänzend. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber dafür dann eben hier Choi Min-sik, der Hauptdarsteller. Und der Rest ist aber matt gehalten. Auch den Spine, wenn wir uns anschauen. Und dann die Rückseite hat man eben dieses Motiv. Ja? Also man hat jetzt hier nicht diesen Hammer. Eine der ikonischsten Filmwaffen überhaupt, würde ich mal behaupten, aus dieser legendären Tunnelszene. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf die Spine übertragen, dann sehen wir auch hier eine gewisse Uneinigkeit. Sympathy for Mr. Vengeance ist quasi nackt, also da ist nichts zu sehen, von welchem Format wir hier reden. Bei Oldboy steht halt noch Blu-ray und DVD. Die 4K-Variante wurde ja dann erst nachgereicht. Und dann haben wir hier noch das Lady Vengeance Mediabook. Hier steht dann Ultra HD und Blu-ray. Damit fällt jetzt natürlich Sympathy for Mr. Vengeance ab. Ganz ohne Fauxpas geht es dann wohl doch nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt geplant war, bei dem einen das drauf zu machen und bei dem anderen nicht. Wenn wir dann das Ganze mal uns von innen anschauen. Dann sehen wir hier eben auch unterschiedliche Motive. Hier oben habe ich dann die 4K Blu-ray eingesetzt. Das war Teil dieser Austauschdisk, die man damals günstig kriegen konnte, beziehungsweise ich glaube für knapp 10 Euro. Und dann konnte man hier die DVD quasi aus dem Mediabook entnehmen. Allerdings ist die 4K-Scheibe der Arrow-Scheibe meilenweit unterlegen. Also wer den Film wirklich in bester Qualität haben will, sollte dann lieber zur Arrow-Scheibe greifen. Bei den 4K-Versionen von Lady Vengeance und Mr. Vengeance Ich habe jetzt vorhin mal reingeschaut, also das HDR, das ballert, ja, wirklich wie die Sau. Aber das Filmkorn ist schon sehr, sehr wuselig. Also ich glaube, das hätte man noch feiner auflösen können. Die Datenrate droppt auch immer wieder mal in den 20er-Bereich, was ich für eine 4K
eine Frechheit finde, ganz ehrlich. Sowas dürfte nicht sein und bewegt sich halt sonst eher im 40er-Bereich. Obwohl Cape Light ja gesagt hat, dass man hier Triple-Layer-Disks verwendet, also 100 GB UHDs. Und ja, wenn wir jetzt hier die einzelnen Seiten durchgehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass Arrow auch noch irgendwann ihre 4K-Version nachreichen wird und vermutlich werden dann auch das wieder die definitiven Versionen sein und nicht die Cape Light-Version. Aber man hat eben jetzt hier Weltpremiere. Bei allen drei Filmen hatte man quasi die 4K-Weltpremiere. Und die Mediabooks sehen ja auch schön aus. Also da kann man wirklich nicht meckern, wie ich finde. Und sind jetzt vom Stil, wer sich für die Sammlercover entscheidet, eben auch sehr ähnlich. Nicht komplett, also ihr habt das gesehen. Man hat sich bei Lady Vengeance und Mr. Vengeance eben für Waffen als Rückseitemotiv entschieden. Hier hat man sich leider nicht für den Hammer entschieden, sodass man hier einen Bruch hat. Und dann, wenn wir uns die einzigen Rückcover noch anschauen, also die mit den einzelnen Details, was an Bonusmaterial dabei ist, da war natürlich Oldboy am umfangreichsten, weil da noch der Soundtrack mit dabei war. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier eben diese Limitierungsnummer. Einmal für Lady Vengeance habe ich die Nummer 312 von 500. Und von Mr. Vengeance habe ich die Nummer 210 von 500. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, die Filme jetzt mal wieder zu schauen. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, war ich der Meinung, dass mir Mr. Vengeance noch besser als Oldboy tatsächlich gefällt. Dann habe ich sie nochmal gesehen und dann war ich eher der Meinung, die sind eigentlich, haben alle ihre Stärken und Schwächen und sind eigentlich alle so auf einem Niveau tatsächlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich jetzt die 4K-Sichtung von den Filmen nochmal sehe. Und hier, das war halt dann Teil der Ultimate Edition, aber nur zur Vervollständigung. Hier ist eben auch nochmal eine Limitierungsnummer. Dann hat man jetzt quasi hier den heiligen Gral der Limitierungsnummern. Und von daher, wenn ihr interessiert seid an diesen Filmen, würde ich sagen, holt euch die Sammlercover. Ja, durch die geringe Limitierung sind die ohnehin schon ein bisschen dadurch wertvoller, meiner Meinung nach. 500 ist wirklich nicht eine hohe Auflage. Und dazu kommt, dass also die normalen Cover absolut aus der Photoshop-Hölle kommen, wie ich finde. Das sieht nicht gut aus. Und wer von Lady Vengeance unbedingt noch eine richtig schicke Edition will, schaut da auch mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe da die DVD Deluxe Edition noch von EMS unboxed mit wunderschön geprägtem Schuber und allem. Da ist das dann schon das Maß aller Dinge. Noch eine Anmerkung: Bei Lady Vengeance gibt es eine Fade to Black and White Version. Die ist aber nur auf der Blu-ray enthalten. Das heißt, circa ab der Mitte des Films werden die Farben immer weniger, bis man dann in Schwarz-Weiße übergeht. Und ich hatte mich erst geärgert, dass man nicht das als UHD-Version genommen hat. Habe dann jetzt aber im Interview gelesen, dass, obwohl der Regisseur Park Chan-wook das auch schon bei Mr. Vengeance so machen wollte, das dort aber aus Budgetgründen nicht machen konnte, und seinem Kameramann eben gesagt hat, dreh so, als ob wir für einen Schwarz-Weiß-Film drehen, dann aber das Ergebnis gesehen hat und so begeistert war von den Farben, dass er gesagt hat, nee, die Farbversion von Lady Vengeance ist meine bevorzugte Version. Ich mache zwar trotzdem die Fade to Black and White Version, aber wenn es um einen Director's Cut geht, dann ist es die Farbversion. Von daher ist jetzt alles richtig gemacht worden diesbezüglich. Klar, wäre cool, wenn man beide Versionen als 4K HDR gehabt hätte. Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen gewesen. Aber so wie es ist, hat man jetzt auf jeden Fall die vom Regisseur bevorzugte Version in 4K HDR. Ja, die Master wurden aus Südkorea anscheinend bereitgestellt. Ich glaube, Cape Light hat dann nochmal Hand angelegt. Aber ja, ich denke mal, dass die Master, die aus Südkorea kommen, dann irgendwann auch Arrow Video kriegen wird und dann da ebenfalls dran rumbasteln wird. Ich denke nicht, dass Arrow Video jetzt zu Cape Light geht und sagt, gebt mir mal eure Master. Die werden das sicherlich noch mal selber was dran basteln. Ja,
Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, ich hoffe, dass Park Chan-wook bald wieder einen Film heraushaut. Nach Die Taschendiebin hat er sich ja jetzt doch eine lange Verschnaufpause gegönnt. Beziehungsweise, ich weiß, er hat eine Serie gemacht, die hierzulande, ich glaube, Die Libelle heißt, mit Florence Pugh und noch so anderen, oder Pak. Ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht, man möge mir verzeihen. Aber sonst war er jetzt eher ruhig. Ich hoffe, da kommt bald wieder was. Bis dahin haben wir diese meisterhafte Trilogie der Rache mit tollen Schauspielern, also wirklich dem Who is Who des südkoreanischen Kinos. Und ja, ich freue mich darauf, die jetzt nochmal in 4K HDR neu zu entdecken. Und von daher, ich denke, ich habe jetzt alles gesagt. Und wenn ihr Interesse habt, holt euch die Sammlercover. Ich denke, die sind deutlich schöner. Und eben auch seltener als die normalen Cover. Und ja, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und schaut Filme. Servus.